Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt ist ja noch einiges gesagt worden. Ich meine, das Pferd ist schon tot, das hätten wir eigentlich schon absteigen müssen. Aber, lieber Herr Dom, lieber René, wenn Hilfen aufgelegt werden, dann gehe ich von Bundesebene aufgelegt werden, dann gehe ich doch mal ganz stark davon aus, dass vorher geprüft wird, auch vom BMF, was passiert, wenn ich jemandem Geld gebe. Muss das denn versteuert werden oder nicht? Davon gehe ich doch mal ganz stark aus. Und wenn das aus dem BMF nicht gleich mitgeprüft wird, dann tut es mir wirklich leid. Und das andere ist ja nochmal, ich... Gestatten Sie eine Zwischenfrage, Herr Abgeordneter? Ja. Es geht nur nochmal um die Einordnung, deswegen frage ich nochmal, ist es jetzt verstanden worden, dass die Einkommensteuer von den Ländern verwaltet wird? Das heißt, der Vollzug selber obliegt nicht dem BMF. Der ist für die Gesetzgebung zuständig, aber am Ende ist er möglicherweise, das ist oft so in der Auftragsverwaltung, hat er das möglicherweise nicht im Blick, was für ein Aufwand dahinter steckt. Und da braucht es vielleicht auch manchmal den Hinweis, ich frage nur, ob es jetzt verstanden ist, dass es einmal einen Vollzug gibt und einmal die Gesetzgebung. Möchten Sie darauf reagieren, Herr Abgeordneter? Sehr gerne. Das ist mir alles schon klar. Das ist mir auch bewusst. Und ich hoffe doch zumindest, dass die, die vorher sowas machen und sowas ins Auge fassen, kann sich auch hinsetzen, auch denen auch klar ist, was sie damit fabrizieren. Wenn ich jetzt, ich sag mal, 10 Euro nehme und ich gebe sie dir und du kommst über eine gewisse Grenze hinweg, dann muss doch mir auch persönlich klar sein, was daraus passieren kann. Und darum, mir war das schon vorher klar, was der Antrag für soll. Ich will nur noch mal sagen, der Finanzminister hat es ja auch gesagt, dass es verschiedene Runden und Gremien gab, wo das ja auch mal angesprochen wurde. Und ich verstehe jetzt auch die ganze Aufregung nicht. Und nee, doch, es ist, mir kam jetzt auch dieser Antrag, dass auch mit dieser langen Redezeit sozusagen von 71 Minuten ein bisschen übertrieben vor, weil ich jetzt auch gar nicht wusste, was ich alles da noch zu sagen sollte. Das war jetzt ein bisschen schwierig. Mir kam das auch, dieser Änderungsantrag, der jetzt hinterhergeschoben wurde, so ein bisschen vor, bitte nicht, ja, so ein bisschen wie trotziges Kind. Wir haben das jetzt im Finanzausschuss weggestimmt und einiges ist erledigt gewesen, aber ich will jetzt trotzdem nochmal was sagen. So kam mir das vor. So, das darfst du auch, klar, darfst du das auch. Aber da muss man sich auch gefallen lassen, dass es so ein bisschen rüberkommt wie trotziges Kind. So. Und deswegen haben wir ja gesagt, wir stimmen dem auch so nicht zu, wir stimmen der Beschlussempfehlung zu. Da haben wir uns ja schon mal die Karten gelegt, das im Finanzausschuss. Und von der Warte her werden wir auch dem Änderungsantrag nicht zustimmen, sondern wir hangeln uns jetzt an der Beschlussempfehlung des Finanzausschusses lang. Vielen Dank.